Jetzt kommt Partnerschaft Wassermann. Und nachher Drehung ist für Fische. Also jetzt kommt Wassermann. Partnerschaft, was ist bei dir los, Wassermann? Ja, Oktoberenergien. Partnerschaft, Orakel, Partnerschaft, wie geht es weiter? Wie geht es weiter mit der Partnerschaft für Wassermann Oktober? Mein Kaffee ist schon kalt. Oh. Ja, was ich hier merke, diese Situation hier ist, es kommt eine Partnerschaft auf dich zu in Zukunft, nein, Zukunft. Aber die da oben bestimmt das, nicht du. Und das wirst du merken, wenn diese der richtigen deinen Weg kreuzt. Wassermann, hab Geduld. Du bist ungeduldig, weil du schon lange, ja, weil du schon lange Single bist. Es kommt jemand für Partnerschaft, Wassermann, des Wartens wert. Göttliches Timing bestimmt dein Liebesleben, okay? Nimm das, okay? Aber was ist bei dir so im Leben, im Liebesleben, ja? Was ist in der Vergangenheit, was ist Gegenwart, was ist Zukunft, ne? Was ist da? Was ist da bei dir los? Ein bisschen über dich, ne? Aha. Ja, du bist Zuversicht. Trotz schlechter Erfahrung der Vergangenheit, ja, hast du nie die Liebe aufgegeben, gute Perspektive, positiv geblieben, ja, zuversichtlich, ja. Also hast du Liebe nie aufgegeben, Wassermann. Das ist gut, ja. Und du möchtest wirklich eine Chance in Sache Liebe, ja? Und ich kann nicht ausschließen, dass du sehr junge Person bist, ja? 20, 25, 30, aber nicht älter, ja? Wer präsentiert es hier? Und du möchtest jemand, der stabil ist, jemand kommt, was habe ich gesagt? Jemand voller Freude kommt auf dich zu, eine gute Phase, ja? Der bringt dir den Kelch. Aber göttliches Timing bestimmt dein Liebesleben. Da musst du respektieren, Wassermann. Die da oben schicken dir schon, aber wenn sie wollen. Wenn sie das Gefühl haben, jetzt ist für dich der richtige Zeitpunkt. Verstehst du? Noch zwei hier. Okay, aber bitte nicht ungeduldig werden, ja, Wassermann. Ja, des Wartens wert. Des Wartens wert. Warte ist es wert, das Warte. Ja, Täuschung. Ja, das sind Schattenthemen von der Ex-Partnerin. Ja. Trotzdem, Rückzug. Trotzdem hast du nicht die Liebe aufgegeben. Das ist wichtig. Ja. Und das ist Schattenthema, was musst du arbeiten. Ja. Verarbeiten. Immer noch verarbeiten. Ja. Was ist noch bei dir? Ah, du bist Single. Seit Frühling bist du Single. Letztes Jahres, 2021. Ja, du hast schon, du lernst schon Menschen kennen, eine Affäre oder so. Aber das ist nicht das, was du möchtest. Du möchtest etwas Ernstes. Und das ist das, was die Undurchsichtigkeit, du weißt nicht, was auf dich zukommt und so. Aber schau mal, diese Karte ist gekommen und gesagt, ja, es kommt jemand, ja. Du musst mehr sicherer sein, noch mehr sicherer in Sachen Liebe, ja. Und positiv bleiben, nicht aufgeben, vertrauen das Universum. Abwarten, ja. Schicksalfeste Partnerschaft, siehst du? Du musst das Universum vertrauen, Wassermann. Ja? Wirklich, dass es vorwärts geht mit dir. Ja? Vertraue das Universum. Ja? Des Wartens wert. Göttliches Timing bestimmt dein Lebensleben. Okay? Jetzt weißt du, woran du bist.
Was gibt mir die Engels noch für Antwort an dich? Die Situation wird sich bessern. Warten. Schau mal, abwarten, warten. Des Wartens wert. Schau mal diese Karte. Wassermann, ich merke, du bist so ungeduldig. Schau mal, warten. Siehst du? Abwarten. Abwarten. Des Wartens wert. Dreimal warten. Ja, weil ich merke, du bist so ungeduldig. Ja? Genau, noch eine Genesung. Du bist ein Heilungsprozess. Deswegen bist du noch nicht so weit, meine neue Liebe. Okay? Jetzt weißt du, Wassermann, was bei dir los ist, warum das so dauert. Ja? Aber damit es der Richtige kommt zu dir. Ja? Jetzt möchte ich aber noch eine Karte hier. Noch eine Karte, was ist bei dir los, unbewusst noch, für unbewusste Ebene noch, bei dir auf der Seele noch, ja? Botschaft an dich, Wassermann, was ist da los? Neue Ideen. In dieser Phase, die du allein bist, ja, du bist traurig, weil du allein bist. Neue Ideen, sei kreativ. Ja, ist eine kreative Phase für dich. Wenn du allein bist, unternimm doch was. Ja, Wunschdenken. Ja, du wünschst dich so sehr. Aber bitte, hab Geduld. Abwarten, abwarten, abwarten. Du hattest dreimal abwarten, damit es wirklich der Richtige kommt. Ja, jetzt möchte ich aber noch eine Karte für dich. Ja. Wassermann. Ja. Schau mal, dein Seelenpartner spricht zu dir, ja? Die du kennenlernen wirst in Zukunft. Du wirst mehr geliebt, als du dir jemals vorstellen kannst, Wassermann. Denke stets daran, ich liebe dich. Wow, das wird eine Liebesgeschichte. Ihr werdet einander nicht den Finger voneinander lassen. Boah. Also, Geduld, 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 abwarten, okay? Mua.